D3 Deutsch Didaktik Digital Das Projekt D3 ist in der Fachdidaktik Deutsch an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg verortet. Die zentrale Aufgabe von D3 ist es, digitale Methoden und Medien in der Lehre didaktisch gezielt einzusetzen, um so die Qualität der Lehrerinnenbildung weiter zu verbessern. D3 wird dafür drei Jahre lang aus Mitteln des Hochschulpaktes gefördert, von 2017 bis 2020. Seit nun zwei Jahren arbeitet das D3-Team von Professor Matthias Ballot zusammen. D3. Das sind Sarah Stumpf, René Barth, Marie Günzel, Bernhard Franke, Dirk Kunze und Gunhild Berg. Wir unterstützen Lehrveranstaltungen mit digitaler Didaktik. Dazu arbeiten wir an der Entwicklung didaktischen Verwendung, Evaluation und curricularen Verankerungen digitaler Methoden, Medien und informatischer Anwendungen in der Lehre. Das heißt, wir arbeiten vor Ort an der Universität mit den Dozierenden und Studierenden. Um unsere Arbeit über die Präsenzlehre hinaus nachhaltig nutzbar zu machen, haben wir eine Konzeption des Gesamtprojektes entworfen, welche die folgende Präsentation vorstellt. Wir möchten Ihnen in einem kurzen Überflug den Aufbau, die Arbeitsfelder sowie Beispiele aus der Projektarbeit zeigen. Unser Ziel ist es, dass die angehenden Lehrerinnen und Lehrer vertraut werden mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung für das Lehren und Lernen bietet. Und zwar nicht erst dann, wenn sie schon selbst an den Schulen unterrichten, sondern schon in ihrer ersten Ausbildungsphase im Lehramtsstudium. Dazu konzipieren und begleiten wir eine wachsende Zahl an Seminaren zu verschiedenen Themen des Lehramtsstudiums im Fach Deutsch. In enger Zusammenarbeit mit den Lehrenden entwickeln, erproben und evaluieren wir in den Seminaren verschiedene Lehr-Lern-Konzepte, unter anderem zur digitalen Förderung von Interaktivität im Präsenzunterricht, zu flexiblen Lehr-Lehrräumen und zum Einsatz digitaler Medien in analogen Lernarchitekturen zu digitalem studentischen Arbeiten und lebenslangen Lernen, zu digitalen Visualisierungen beim Lernen, zu Themen wie Social Media im Deutsch und Fächerverbindenden Unterricht oder auch zu Leistungsbewertung, Benotung und kompetenzorientierten Prüfen in Schule und Hochschule. Diese Konzepte bleiben nicht nur Theorie im akademischen Raum, denn wichtig ist uns die Nähe zur Schulpraxis. Zusammen mit Studierenden führen wir Projektwochen für Schülerinnen und Schüler durch. Inzwischen etabliert ist eine stete Kooperation etwa mit dem neuen städtischen Gymnasium der Stadt Halle. Dort fanden schon Projektwochen zu Graphic Novels, kollaborativem Arbeiten, Erklärvideos, Social Media und Podcasts statt. Noch mehr Schulprojekte veranstaltet D3 an weiteren kooperierenden Schulen, unterstützt vom Projekt Mintegration. Unsere Lehr-Lernkonzepte erproben und evaluieren wir also in der Hochschuldidaktik ebenso wie in der Schuldidaktik. Aus dieser wissenschaftlichen Begleitforschung über digitale Methoden in der Lehrpraxis heraus entwickelt D3 eine digitale Didaktik aus Kompetenzen, theoretischer Fundierung und Konzepten. Unsere wissenschaftlichen Ergebnisse und Lehr-Lernkonzepte bereiten wir theoretisch auf und stellen sie in der Scientific Community zur Diskussion. In Form von wissenschaftlichen Vorträgen auf Fachkonferenzen zur digitalen Bildung, zur Hochschuldidaktik im Allgemeinen und der Deutschdidaktik im Besonderen, mit der Präsentation von Postern und auch in mittlerweile zehn Webinaren, die online verfügbar sind. So freuen wir uns beispielsweise darauf, dieses Frühjahr zum Themenspezial von e-teaching.org über digitale Medien im Lehramtsstudium beizutragen. Wir entwarfen Konzepte, die unsere wissenschaftliche Arbeit im Projekt bestimmen, die aber auch darüber hinaus in Hochschuldidaktik und Hochschulentwicklung reichen. Dazu gehören der methodische Rahmen für unsere didaktischen Maßnahmen ebenso wie ein darauf abgestimmtes Modell zur Evaluation. Evaluiert werden die Effekte unserer Projektmaßnahmen, die Güte der Seminare, aber auch die Leistungsentwicklung der Studierenden und ihrer digitalen Kompetenzen. Welche Kompetenzen das sind, das bildet das D3 Kompetenzmodell ab. Im Zentrum steht darin die Vermittlungskompetenz, die Lehrkräfte benötigen. Diese Vermittlungskompetenz verbindet Informations- und Medienkompetenz mit Sprachhandlungskompetenz im didaktischen Gestaltungsfeld Unterricht, um heranwachsende im Lernen mit und über Medien zu schulen. Diese werden mit Hilfe von Kompetenzitems bemessen. Die konzeptionelle Ausarbeitung des Gesamtprojektes zielt seit Beginn der Projektarbeit auf Nachhaltigkeit. Wir erstellten eine Nachhaltigkeitsstrategie für digitale Projektarbeit, die demnächst in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung publiziert wird. Der längerfristigen Wirkung dienen Maßnahmen des Transfers unserer Ergebnisse in die Praxis mit schulischen und außerschulischen Partnern und Bildungseinrichtungen. Der Langzeitwirkung dient ebenso, dass D3 mit Gremien der Universität zusammenarbeitet, um unsere positiv wirkungsvollen Maßnahmen in neue Strukturen des Lehramtsstudiums zu übertragen. Ein Erfolg daraus ist der neue Ergänzungsstudiengang Medienbildung für das Lehramt, der seit dem Sommersemester 2020 an der Universität Halle studiert werden kann. Die digitale Didaktik entwickeln wir nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, mit Schulungen in der echten Welt und in interaktiven lehr in der virtuellen Welt. Wir beraten, unterstützen und schulen Lehrende ebenso wie Studierende auch außerhalb von Lehrveranstaltungen. Wir informieren auf unserem Blog, der laufend um neues Material bereichert wird. Wir informieren außerdem via Social Media auf Facebook und Twitter. Wir bieten zahlreiche Schulungen und Workshops für Dozierende an der Universität an, sowie Fortbildungen für Lehrkräfte an Schulen. Für Studierende geben wir regelmäßig Kurse wie Get in Touch, die die künftigen Lehrkräfte auf den didaktischen Einsatz von digitalen Whiteboards im Unterricht vorbereiten. Wir teilen unsere Ergebnisse indem wir interaktive Lehr-Lern- und Testmaterialien für Lehrende und für Studierende erstellen, zum einen zur Deutschdidaktik, zum anderen zu Methoden der digitalen Didaktik, E-Assessment und zur Selbstlernorganisation. Hier ein paar Beispiele. Wir arbeiten unsere Projektergebnisse in Form kompetenzorientierter Lehr-Lern-Produkte auf. Dazu zählen etwa die D3 Methodenspicker die Spicker leiten kompakt zum Einsatz digitaler Methoden im Unterricht an. Dazu zählen auch die D3 Lehrbausteine auf unserem Blog, die die von uns betreuten Lehrveranstaltungen modular aufbereiten. Interessierte können die Bausteine nach einzelnen Kompetenzen und Methoden der digitalen Medienbildung filtern, so gezielt auswählen und nach dem Baukastenprinzip verwenden. Wir stellen wissensorientierte Lehr-Lernprodukte mit prüfungsrelevanten Inhalten für Studierende digital bereit. Dazu zählt vor allem ein Fragenpool im Learning-Management-System Elias der Universität mit circa 2800 Fragen aus dem Lehramtsstudium des Fachs Deutsch. Der Fragenpool ist eine adaptive Lernhilfe mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und erleichtert einer zunehmend heterogenen Studierendenschaft den Studienerfolg. Wir erstellen fächerübergreifende Lernmodule zum digitalen wissenschaftlichen Arbeiten und lebenslangen Lernen, die wir den Tutorien für Erstsemester freigeben. Außerdem erarbeiten wir Kriterienkataloge zur Beurteilung reflektionsorientierter Prüfungsleistungen wie e-Portfolios. Dies schafft einerseits Transparenz für die Studierenden und bietet andererseits eine willkommene Unterstützung des Bewertungsprozesses auf Seiten der Lehrenden. Weitere Kriterienkataloge dienen der Bewertung von digitaler Software wie Lehr-Lern-Apps, die Lehrenden helfen sollen, die Lernsoftware auszuwählen. D3 erarbeitet eine Didaktik digitalen Lehrlehrens für die Zukunft der hochschulischen Lehrkräftebildung im Hier und Jetzt, aus der Lehrpraxis für die Lehrpraxis, im Transfer zwischen didaktischer Theorie und Empirie. Unser Anliegen ist es, die Kompetenzen der künftigen Lehrkräfte zu fördern, um sie auf die Digitalisierung des Unterrichts im Studium, an Universität und Schule vorzubereiten. Digitale Medienbildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller Fächer und Bildungsinstitutionen. Wir danken daher den vielen Institutionen und Partnerprojekten an der Universität, in regionalen Verbünden und überregionalen Initiativen für die gute Zusammenarbeit. Wer hinter dem Projekt D3 steckt, das sind wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von D3. Besuchen Sie uns in Halle, auf unserem Blog oder folgen Sie uns auf Twitter und Facebook. Wir halten Sie auf dem Laufenden.